Also, tja. Dann fangen wir halt an. Hallo, mein Leben. Können ja gleich mal damit anfangen, dass wir uns heute nicht auf das Negative konzentrieren, also auf die Sünde, sondern vielleicht auf das Positive, nicht? Auf die Tugenden. Zum Beispiel, dass man zu seinem Wort steht, nicht? Auch Pünktlichkeit, ja. Das sind Sachen, die sind mir sehr wichtig. Und Gott steht übrigens auch auf Zuverlässigkeit, ne? Stichwort Paradies. Oh, hallo, da bist du ja. Ich sitze schon auf dem heißen Stuhl. Oh, hast du schon angefangen? Nein, ist alles gut. Hast du schon angefangen? Was? Gerade erst. Nur ein ganz kleines bisschen. Du konntest natürlich nicht warten. Entschuldige, du warst jetzt aber auch nicht ganz pünktlich, ne? Aber ist ja auch Ja. egal. Hör mal, auf eine Dame kann man schon mal warten. Also, ich habe dir eigentlich ein Geschenk mitgebracht. Deswegen bin ich zu spät. Aber Hey. jetzt habe ich eigentlich gar keine Lust mehr, dir das zu geben. Ach komm, gib schon her. Bitte, ja? Drücken wir auf den Reset-Knopf? Drücken wir auf den Reset-Knopf. Hier. Danke. Hallo, meine Lieben. Also, ich freue mich ganz doll, dass ich endlich wieder da bin bei euch und mit dir. Und auch mit euch an meiner Beichte arbeiten kann. Danke. Ist ja toll. Gefällt er dir? Ja, klar. Ist, Als Danke für alles. ist der Jesus, ne? Ja. Das ist fürs Auto. Das kannst du aufs Armaturenbrett tun und dann wippt der im Takt. Ich habe kein Auto. Ja, ich weiß. Es ist eigentlich auch so ein Gag, so zum Lachen. Kann ich da überhaupt nicht drüber lachen? Entschuldigung, gar nicht. Naja, also wenn es dir nicht gefällt, dann können wir es ja jemandem anders schenken. Dem es gefällt. Das ist eine gute Idee, weißt du wem? Schenken es Pater Paul zum Julklapp zu Weihnachten. Nee, ich glaube, dem gefällt das Doch, doch, nicht. doch, doch. Warte mal, das ist genau. Das ist genau sein Geschmack. Nein, da kann er überhaupt nicht drüber lachen, Doch, Wolfgang. doch. Nein, Auf jeden das Fall. gefällt. Wolfgang, ich bitte dich. Schenk's ihm nicht, ja? Also. Moment mal, du hast es von dem, hä? Ja. Also ehrlich gesagt, das ist genau sein Geschmack. Ist genau Pater Pauls Geschmack. Oh Mensch. Die Beichte. Die Beichte, die machen wir das nächste Mal.